Am 2. August war es soweit. Ich wurde 35 Jahre alt, Freunde. Ich bin mittlerweile kein Teenager mehr. Ich bin 35. Es zerreißt mein Herz. Ich wäre gerne nochmal 25 und wir hatten Nebel der Sagen. Also zu meinem Geburtstag wurde das Set released, was für Gesprächsstoff sorgt. Zum einen natürlich mal ja die Promokarte Sidra King, die anscheinend die Leute mehr feiern als jede Karte, die in diesem Set drinnen ist. Aber aufgepasst, da ist eine Karte in dem Set, welche die wenigsten von euch am Schirm haben, was eine Top-Karte sein könnte. Ja, es wird eskalieren, das Video. Lasst ein Like da und wir schauen jetzt mal, ja, was hat sich da so getan in diesem Set. Ja, lohnt es sich, das aufzumachen? Die Pullraten schauen wir uns an und eigentlich so ziemlich alles sehr Wichtige. Also, ihr seid nachher am neuesten Stand. Ja, als erstes mal die Elite-Box. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich glaube, die Literbox ist nicht das Item, welches man jetzt unbedingt haben möchte. Für die, die es wissen wollen, ihr seht hier, da geht es runter bei der Elitebox, ja, unter 40. Ich denke, diese Box wird schlussendlich vielleicht sogar auf 29 Euro fallen, was bedeuten würde, ja, die Box ist ein Verlustgeschäft für Händler sozusagen. Ja, könnte passieren. Ja, es könnte passieren, dass sie sagen, dass es niemand haben will. Ja, es gibt einfach zu starke Konkurrenzprodukte. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass das hier die Sidra King Box so ziemlich das Highlight ist aus Nebel der Sagen. Ja, was ist da so besonders daran? Naja, ich habe jetzt gesehen, die Box bekommst du für 28 Euro. Du hast eine Promokarte drinnen und ich sage schon mal so viel, ich habe mir die Promokarte selbst jetzt 6 Mal bestellt, ja, damit ich eine Seite schön machen kann in einem Binder mit dieser Karte. Für mich persönlich ist Sidra King hier alleine eine, laut Release, eine 10-Euro-Karte. Ich habe 10 Euro bezahlt pro Karte. Fand ich ein Schnäppchen. Ich gehe davon aus, und da gab es viel Gegenargumente. Da habe ich gesagt, die Karte hier ist heiß. Ja, ich finde es ein Schnäppchen für 10 Euro. Und das ist derzeit der Marktpreis. Könnt ihr dazu schreiben, was denkt ihr? Ist Sidra King eine 10-Euro-Karte? Ist es eine 20-Euro-Karte? Für mich persönlich, Sidra King ist einer der stärksten Generation 2-Pokémon. Das vergessen viele. Schaut sehr legendär aus und es gab noch keine so richtig coole Karte von, ja, diesem Pokémon. Also unabhängig davon, dass diese Karte an sich ja schon selbst in der Schwert- und Schild-Ära ein absolutes Phänomen wäre. Ja, so viel mal zu dieser Sidra King Box. Also da kommt drauf an, was du willst. Da willst du die Karte haben für 10 Euro, ja, oder kaufst du dir eine Box. Die gibt es hier, okay, für 26 Euro kriegt man sie aus Deutschland. Beim Cardman, schau mal vorbei bei ihm, den kenne ich gut. Den kenne ich sehr gut. Schau mal vorbei bei ihm. Also für 26 Euro holen, also 5 Booster, im Prinzip 10 Euro. Der andere Promokarte, also 12 Euro, zahlst du quasi sozusagen, ja, 14 Euro für die 5 Booster. Und du könntest dann gamblen, weil wir kommen jetzt zu den einzelnen Karten in dem Set. Da gibt es natürlich eine große Überraschung, ganz noch kurz, ja. Es gibt noch die Greninja Box, die ebenfalls sehr stark ist, aber da gehen wir noch drauf ein. Für mich persönlich ist es die Sidra King Box, wo ich sage, das ist das Bessere auf jeden Fall. Und ja, jetzt kommen wir zu den Einzelkarten, Freunde, und hier gibt es eine krasse Überraschung. Ja, wir sehen hier einmal eine schwache Karte, Tabubulo, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die Karte ist so bei 5 Euro derzeit. Hundemon sind wir bei 20, hat einen krassen Start mit über 35 sogar. Und ja, jetzt geht es hier runter. Und da sieht man schon so ein bisschen, okay, die Leute passen hier auf, sie sind jetzt keine großen Fans, diese Booster aufzumachen, was bedeutet, dass die Einzelkarten an sich jetzt relativ teuer sind. Ja, also ich finde 20 Euro für einen Hundemon ist viel. Ja, ich habe schon ein paar Videos gesehen von Leuten, die meinen, dass die Karten hier noch weiter crashen. Ich glaube persönlich nicht unbedingt. Ich glaube, Karten wie das Sepa wird eine sehr gefragte Karte sein wegen der Promokarte von Sidra King. Und hier, ich meine, auf Deutsch kriegst du es für 12, auf Englisch für 16. Ich meine, ich glaube, die Karte wird teuer bleiben für eine Illustration-Karte, ja. So wie auch zu den 151 und 251 Pokémon, die eindeutig teurer sind als alle anderen. Dann Zwielicht haben wir für 12. Wir haben Zwirklops für 10. Zwerfins für 13, ja. Da gibt es ein paar Liebhaber, die holen sich das. Wir haben Cresselia, haben wir für 11 mittlerweile. Meiner Meinung dazu ist eine extrem schöne Karte. Ja, denke ich schon,
dass sich die einige holen werden, aber ich weiß auch nicht hier, ob die Karte von unter 10 Euro geht. Es muss nicht unbedingt sein, ja. Also die Karte an sich ist schon etwas Besonderes. Dann haben wir Benessaro. Würde ich mal sagen, das ist so eine Flop-Karte, da sie auch in der Special Illustration Rare drinnen ist. Die geht derzeit für 12 weg, ja. Wir haben die Beatore-Karte, die kriegst du für unter 10 und den Bonino für 7. Okay, also klar, wir wissen, die Karten, die gibt es ja schon in der besseren Form, ist klar, dass die nicht so gefragt sind. Dann haben wir hier für 8 Euro zur Ruhr. Wir haben Kupfanti für 8, ist für mich ein extremes Highlight. Ja, also die Karte für 8 Euro, finde ich sehr gelungen. Eine der coolsten Karten überhaupt. Ja, bin ich gespannt, ob die noch runtergehen wird. Wenn ja, hole ich sie mir ein paar Mal. Wir haben Scharfax für 7 und das Nobelicat. Ich glaube, die Karte ist extrem interessant. Ihr seht hier richtig, die Karte hier geht durch die Decke. Ja, ist auch von 30er gestartet und jetzt geht es nach oben auf 37. Macht das Sinn? Meiner Meinung nach ja. Die Pullraten sind hart, ja, und dementsprechend, es machen wenig Leute die Sachen auf hier, ähnlich wie bei Twilight Masquerade, und dadurch ist Snowbellicat eine extrem teure Karte, ja. Also die Karte passt doch, oder ich finde diesen Puzzle, welches zur Giovanni-Karte der Special Illustration gehört, von 151, und da würde ich sagen, absolut, ich denke, die Karte wird teuer bleiben, ja, ganz ähnlich wie einfach die 151er Karten mit den Evoli, das Carpador und bei Paradox Rift hatten wir ja beispielsweise das Groudon. Ist nicht Generation 1, ist klar, aber trotzdem, wir haben in jedem Set irgendeine besondere Karte, die dann doch um einiges teurer ist. Bei der Karte würde ich es nicht ausschließen. Ich glaube, Snobelicat ist eine Karte, wo viele Leute bereit sind, 30 Euro zu zahlen. Ja. Dann geht es weiter mit Costura, mit 3 Euro, das ist ein Flop. Wir haben dann die Flotkarten Seedlooking für 6 Euro. Wir haben Knattertox für 2 Euro. Wir haben Bonino EX für 4 Euro. Wir haben Benessaro für 4 Euro. Wir haben Beatore für 8 Euro. Und da muss ich sagen, ja, diese Karten sind sauschwer zu ziehen. Ob Flotkarten, ob die so günstig sein sollten, ich weiß es nicht. Ja, die Leute vermeiden sie, aber wir kommen jetzt zu den interessanteren Karten, und zwar haben wir jetzt mal die Special Illustration Karten. So, da fand ich es interessant, wie die runtergehen. Ihr seht richtig, jemand hatte hier 90 Euro bezahlt für Okidoki. Ist eine heftige Sache. Die Preise waren beim Release-Tag extrem teuer, mittlerweile gehen sie schon runter. Also du kriegst sie für 37, Benessaro für 34, auch da. Die wurde verkauft für 57, seht ihr. Und Beatore fällt auch stark ab. Wir sind so 50 auf Card Market. Und ja, ihr seht hier gegen 74, dann 67. Gestern und heute kriegst du schon für 50. Ja, werden sich die Karten oben halten? Ich glaube nicht. Ja, ich persönlich muss euch gestehen, ich feiere die Karten. Ja, ich finde, die sind extrem gelungen. Ich finde, so vom Design her, sowas hatten wir noch gar nicht gehabt. Ja, ja, ob es noch rumgeht, runter, vielleicht geht es runter. Ja, muss ich zeigen, die ist natürlich die schönste Karte, aber ich denke, es gibt einige Leute, die mit Ogrepawn zusammen hier, ja, die das ganze Set voll haben wollen mit der gesamten Legende. Hier mit Ogrepawn und den drei Helden hier sozusagen. Dann haben wir Inframomo, der hat die Karte sicher als die schwächste Karte mit 30 Euro. Und was ich auch spannend fand, sozusagen, ist dann die letzte Karte, die wir da drinnen haben, mit Cassiopeia, die extrem teuer ist. 80 Euro Deutsch, 100 auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier eine 100 Euro Karte sein sollte. Ja, so stark sehe ich die Karte nicht, ehrlich gesagt. Ich finde sie vom Design relativ schlecht. Da finde ich die Penny-Karte viel besser aus der aus dem Kamisil und Purpur Set. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Special Set und die Karten sind wirklich sehr schwierig daraus zu ziehen. Ja, gibt wahrscheinlich genug Leute, die das dann doch zahlen, aber tendenziell, ihr wisst meine Meinung, 100 Euro für eine Waifu-Karte ist viel. Ich persönlich denke, dass die stärksten Karten die Promokarten sind. Greninja ist eine starke Karte, aber für mich persönlich ist Seedlooking die Number One Karte aus dem Set.
diesbezüglich, wenn ich es vergleichen will mit der Aquana Box oder Blitz oder Flamara, finde ich, dass diese Promokarte den Evoli-Karten aus der Schweiz und Schild-RM nichts nachsteht. Ja, die Karten gehen derzeit auf über 40 Euro. Bei Ulis waren sie, glaube ich, 10 Euro Karten. Ja, ihr wisst ja, die Box kostet 45. Ich glaube, die Seed Rocking Box alleine wird es nicht so krass performen. Ich glaube, weil die Booster nicht so krass drin sind. Aber die Einzelkarte definitiv extrem gelungen. Und ich glaube, viele Leute werden die schnappen. Ja. Und da finde ich es auch immer etwas absurd, wenn so eine Karte 10 Euro kostet. Ja, und die wahrscheinlich auf, wie gesagt, 40 Euro finde ich jetzt nicht unrealistisch für die Karte mal. Während dann Karten, die in dem Set drin sind und schwer zu ziehen sind, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die vielleicht nach oben gehen wird. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ein Sepa zum Beispiel ist eine Karte, die du schwer kriegst und wird schlussendlich schwächer performen wie das Sijua King oder Hundemon zum Beispiel. Ja, das sehe ich langfristig. Ja, das Sijua King vorne. Ja, es gibt genug Leute, die jetzt gerade abspringen von Pokémon. Das kann man ganz klar sagen. Und ja, die werden dann zurückkommen und sich denken, hey, Sijua King ist eine schöne Karte. Hätte ich gerne. Haben wir schon sehr oft gesehen. Und ähnliches, denke ich, wird bei Sijua King passieren. Aber gut, Freunde. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt hinein, was denkt ihr von Nebel da sagen? Ja, ist es gut, ist es schlecht? Wupp, wir hören uns heute.